Moin moin und herzlich willkommen hier bei Going Medieval. Wir sind hier am Abend nach dem Angriff der Schlechterwands. Deswegen sind auch derzeit, ne, es ist nur noch einer. So eine Adelstan, wo ist der eigentlich? Liebster Adelstan. 23 Uhr, wie wär's mit? Einfach mal ins Bett gehen. Denn ich wollte eigentlich was anderes sagen. Naja. Ja. Die ganze Front hier vorne ist soweit jetzt fertig gebaut. Und fast alle Fenster sind auch schon geschlossen. Na, also. Bis auf diese vier. Und ganz ehrlich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung, da kann gerne jeder in den Kommentaren was anderes dazu schreiben. Mir gefällt es. Ja, es ist natürlich jetzt nicht, also es ist eine gerade Linie, aber ansonsten sehr gut. So, und jetzt gucken wir uns einfach mal Adelstan eine Weile an. Wogensum 2. Fertig, ne? Jetzt sagt er baut. Hat er den Schuss nicht mehr gehört? Was baut er denn Schönes? Hat es dann einfach ins Bett? Weißt du was? Bleibt da liegen. Da kann ich auch The Sons of Forest spielen und mir Calvin antun. Werde ich aber nicht tun. Ist nicht mein Genre. So, jetzt sind alle anderen wach und Adelstan muss natürlich auch wieder, ne, ist natürlich minimal übermüdet. So, wir haben es jetzt um 5. Er darf mal bis um 10 schlafen. Kennt ihr das, wenn ihr einfach nur denkt, nee, du sollst nicht trinken, du sollst schlafen. Und da fertigt Holzgegenstände. Bett. Jetzt mal ganz ehrlich. Jeder vernünftige Mensch würde doch, wenn es heißt, geh ins Bett, sagen, ach ja, nö, ich arbeite da nichts. Ich leg mich dann mal lieber ins Bett. Da ist er. Vielleicht schafft er es ja dahin. Übrigens, so nebenbei hat das geklappt, was ich wollte. Weil ich es gerade sehe, ne? Hier sind Kräuter, aber die fungieren auch wunderschön als Blumen, wenn die mal gewachsen sind. Also, rein fürs Optische kann man machen, muss man nicht. Aber sieht grundsätzlich sehr gut aus. Was sollen wir zu dem noch sagen? Es ist morgens um 9 und der ist, naja. Weißt du was? Neun, zehn, elf. Bis dahin hast du zu schlafen. Jetzt beschafft er Bauressourcen. Ich verstehe es echt nicht. Ich weiß nicht, habt ihr solche
Anwandlung bei euren Siedlern auch, oder? Habe ich einfach nur hochintelligente Siedler dabei? Ja, hol doch. Und am Ende, ne, geht nämlich die Stimmung runter. Hm. 8, 16, 21, 25. Also theoretisch ist sie ja noch wunderschöne Umgebung, noch besser. Darf sie nicht runtergehen? Na, müsste noch höher gehen. Aber naja, gut. Wenn er das so sagt. Ich versuche es jetzt einfach mal zu ignorieren. Das kann ich eh nicht. Weil ich es jetzt schon wieder lese. Ugh. So. Wie weit seid ihr jetzt eigentlich im Bau? Ihr lauft hier rum. Also ihr könnt hier schon hochlaufen. Das ist doch gut. Die Bäumchen können übrigens auch mal weg. Nein, ich habe gesagt, ich ignoriere das. So, wir haben aber hier jetzt schon den Weg soweit frei. Kann ich jetzt eigentlich nur mal so ganz blöd gefragt? Ich frag zum Glück gerne blöd. Hier was hinbauen? Ja. Weil dann wäre das ja eine Idee. Wir wollen ja eine Galerie haben, ne? Ziehen hier einfach noch eine, naja, Wand durch. So haben wir, können wir hier beidseitig jeweils Bilder anbringen. Nein, ich habe gesagt, ich lasse den. Eine Handels- und Karawane, ne? Die bringen manchmal schönes Zeug mit. So, was macht Bertrand damit? Nutzt den Tier. Ach so, ein bisschen Wolle oder Milch oder sowas. Feuchtstoff. Naja, das ist doch gut. Warum liegt hier Kleidung? Da soll keine Kleidung liegen. Ausstattung. Dafür haben wir doch meines Wissens woanders was. So. Wo ist denn der Händler? Wo läuft er lang? Ich meine, Arundel, der hat natürlich Zeit ohne Ende. Stimmung, ne? Ich meine, gut, wenn man hier erst, ne? Wo läuft der lang? Hier hoch? Ne, hier unten lang und dann ganz weit weg. Übrigens, es ist nicht einfach, das zu ignorieren. Und wir haben schon wieder Katzen. Gut. Hat eigentlich hier... Ja. Ja. Wir haben jetzt hier Holz, wir haben Kalkstein. Auch hier in der Mitte, so dass wir genügend bauen können. Und jetzt ist nur die Frage... Ich könnte auch gucken, aber nein. Die Kohle, die Margarete geholt hat, die wird jetzt auch schon geholt. Da wurde ins Lager gebracht. So. Wir könnten aber einen kleinen Voice Quick haben. Naja.
den Deckel komplett zu machen. Zack, da. Zack. So, na. Wenn mich jemand jetzt fragen würde, welchen Burger bräuchtest du nicht? Grundsätzlich ja, ich bräuchte jeden Burger, aber macht man jemand nicht sehr schwer zu sagen, nö, den nicht. So. Lass raten, der läuft immer noch rum. Es ist 0 Uhr. Zumindest ist er bewusstlos. Ja, einfach mal was machen lassen, was er sonst nie macht. Ah, da sind auch Rüstungsteile. Aber wir schauen mal hier rein. Also. Nein, die Eisblöcke bleiben sind von uns. Was hat er überhaupt anzubieten? So, jetzt mal geschaut. Basis Forschungstecher. Chroniken. Heilpakete. Ja, das kann man immer mal gebrauchen. Forschungstisch, nö. Nochmal Heilpakete. Das Halstuch könnt ihr behalten. Achso, da sind auch Hunde dabei. Na gut. Kalkstein, nö, das. Fotografietisch. Ich habe da eine Idee, was ich dir gleich verkaufe. Erstmal kaufen wir Kräuter. Krone brauche ich nicht, weiß ich nicht, was ist das eigentlich? Unwichtig. Material, Knochen, nö. Leder, nö. Mechanische Komponenten. Könnte man kaufen, braucht man nicht zwingend. Ich meine, ich würde ja die zwei Schmieden noch kaufen. Wohl. Aber wir verkaufen den auf jeden Fall. Die Sommerkleidung. Und Dekoration, nein. Winterkleidung, schwach, schwach, schwach. Solide, solide. Ach komm, wir nehmen mal die Überlegene mit. So. Und jetzt wollt ihr was von uns haben. Hey, wir haben sogar Pilze. Wollt mir alles haben. So, an alle, die Katzen mögen. Sorry, aber die müssen weg. Hund, 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 Hund. Huhn. Na? Mal ein bisschen. Weiblich, weiblich, männlich, männlich.
Mein Essen haben wir ja genug, also von daher kein Problem. Da könnte mir das auch alles weggeben. Scroll, scroll, scroll. 200 Eier. Ups. Halten wir 10 noch für uns. Bisschen Brot verkaufen. Ach, wir sind schon im Grün. Klick und klick. 15 bei den Philosophen. Das waren bestimmt wieder die hier unten. Genau. Oh. Nein. Es steht doch da, dass er schlafen soll. Er wollte schlafen gehen. Er wollte wirklich schlafen. Siedler sind verärgert. Ach. Es ist wie, als wenn sich jemand in die Hand schneidet und dann sagt, ich finde das doof, jetzt bin ich verletzt, ihr seid alle schuld und oh Gott. Entschuldigung. Das ist wie gegen Baum rennen und dann sagen, der Baum ist schuld. Ei Gott, ei Gott. Bist du jetzt bei dir im Bett? Ich glaub's nicht. Hat in einem schönen Bett geschlafen. Es ist mir so egal, dass er religiöse Dings vermisst. Aber er kann ab um 9 dann wieder was machen. So, du Junge, jetzt machen wir mal hin hier. Die IA schläft wohl auch noch bei ihm. Das ist vielleicht das Problem. Du, im Terminplan steht was von wegen. Ja. Geh mal beten. Gerade eine Kapelle, wunderschöne Umgebung. So ein geräumiges Zimmer, naja. Er ist aber hungrig. Das heißt, er sollte was essen. So, und jetzt darf er... Nein. Gut, geht's ihm wieder besser. Mir auch ein Stück, weil eigentlich so möchte ich es nicht haben, dass die so einen Unsinn machen. Ja, mir hat da schon eine Mauer reingezogen. Gut, haben wir es für heute geschafft, Adelstan glücklich zu machen. Oh Gott. Also, dass er wieder schläft. Genau. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass es einfach wesentlich weitergeht und nicht alles dann wieder so einen Schwachsinn macht. Für heute sage ich aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.